So, herzlich willkommen zum fantastischen Adventskalender 2022, dem großen Jubiläum, dem 10-jährigen Jubiläum dieses Kanals. Juhu, hurra! Bevor ich jetzt das erste Türchen von diesem Asterix Adventskalender aufmache, muss ich noch ein bisschen was nachholen. Ich habe ja gesagt, von den Eltern wird ein bisschen Vorarbeit verlangt, normalerweise bei den Playmobil Adventskalendern, und das ist hier nicht anders. Und zwar muss man das Piratenschiff im Rohbau fertigstellen und in das Diorama stellen. Ja, und dann hat man quasi so den Korpus, der ist da drin, und dieses Segel und so weiter. Und der Rest kommt dann Stück für Stück, jeden Tag. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, tatsächlich kann es manchmal etwas beflügelt sein, wenn man nicht alles auf einmal hat. Also so die Fantasie anregend. Wie kann man das dann ins Spiel einbauen? Ja, und außerdem, also da sind diese zwei Bedienungsanleitungen dabei. Die Bedienungsanleitung Nummer 1 ist wirklich... wie dieser Schiffsrohbau zusammengesetzt wird und das Diorama, und in der Nummer 2, das sind dann auch die Bedienungsanleitungen. Also zum einen gibt es hier noch so Informationen über die Figuren, die da drin sind. Das ist so in jedem Set, also dass da nochmal abgedruckt ist, wer das denn ist und was für eine Rolle der in der Geschichte so spielt. Ja, und dann natürlich an jedem Tag, wie man die Einzelteile zusammenbaut, die hier drin sind. Und dann muss ich noch eins nachholen, und zwar ist es das hier, was ich mich gewundert habe, was das ist. Das ist ziemlich schwer und scheint nirgendwo dazu zu gehören. Und dann habe ich es aufgemacht und festgestellt, das ist ein Gewicht. Ja, das kann man unten an das Boot dran bauen. Wofür ist das? Man sieht hier diese Öffnung. Da kann man einen Motor reinbauen. Das Schiff kann nämlich schwimmen. Und ich bin ja gar nicht drauf eingegangen. Also ich habe ja in der gestrigen Episode so ein bisschen den Held der Steine nachgemacht. Der hat ja immer so eine Sache bei den Klemmbausteinsets, was den Preis betrifft. Ja, und da kann ich hier nur sagen, 49,99 Euro Liste für ein Piratenschiff, noch dazu ein Lizenzprodukt, also finde ich jetzt nicht übertrieben teuer. Und eben, wenn man bedenkt, dieses Schiff kann schwimmen. Der Motor ist nicht mit dabei, den muss man noch dazu kaufen, aber also allein, dass man das Teil hier schon nicht dazu kaufen muss, das ist ja eigentlich, also marketingstrategisch, nicht so ganz geschickt. Da könnte man bestimmt für dieses Gewicht, weiß ich nicht, 7, 8, 10 Euro verlangen und dann den Motor noch dazu, oder den Motor etwas teurer machen und das zusammen. Nein, man hat es hier beigemacht, das gehört unten ans Schiff ran und dann kann das schwimmen. Also gut, entweder in der Badewanne oder halt dann im Sommer im See. Ja. Genau, also das ist das, was da noch als Accessoire dabei ist. Aber ihr habt drauf gewartet, es ist der 1. Dezember. Wir öffnen das erste Türchen und seid ihr auch so gespannt wie ich? Ja, also es ist so ein klassischer Adventskalender. Das heißt Form follows Function. Dann ist es kein klassischer Adventskalender, fällt mir gerade ein. Also ein klassischer Adventskalender, okay. Ich habe gerade Müll geredet. Ein klassischer Adventskalender wäre, wenn hier oben 1 wäre, 24 hier unten. Ist es aber nicht. Hier ist es Form follows Function. Das heißt, da die Sachen, die da drin sind, unterschiedlich groß sind, ja, sind die alle verteilt. Und außerdem ist es auch ein bisschen spannend. Ja, wo ist denn die heutige Nummer? Und die Nummer 1, die ist hier. Und also, gut, gehen wir kurz mal auf das Design ein. Asterix da in der Mitte, natürlich wunderbar, wie sich das gehört. Und auf der Rückseite, die Abenteuer der Rückseite, da steht nochmal, was es ist, die 71087, und hier sind die anderen Sets drauf, also dass man so ein bisschen quasi den Mund wässrig gemacht bekommt. Also wir haben das große Dorffest, wir haben die Hütte von Trubadix, wir haben die Hütte von Majestix, wir haben hier unten das Römerlager, wir haben ein paar Römer und wir haben Zaubertrankbrauen. Was hier nicht drauf ist, wenn ich es richtig sehe, ist die Wildschweinjagd. Okay. Gut. Da gibt es auch. Also das ist so ein Set, das besteht nur aus Asterix, Obelix und Wildschwein und glaube ein Baum oder so. Aber Asterix und Obelix sind... wo sind die mit dabei? Dass ich nicht lüge. Die sind hier. Die sind beim großen Dorffest sowieso nochmal mit dabei. Aber wie gesagt, wenn man sagt, das große Dorffest ist zu teuer, dann kann man das kleine Set nehmen mit der Wildschweinjagd und dann hat man die beiden Figuren auch.
Ja, genau, dann gucken wir doch mal. Tag 1. Was haben wir denn hier? Aha. Klassisch reindrücken. Zack. Okay, und jetzt habe ich hier ein Fach und da ist die Tüte drin mit der entsprechenden Figur. Ah ja, das ist ein Plastikfach, was da dahinter ist. Okay, so sieht das aus. Und in der Anleitung wird jetzt erklärt, wie man diesen Piraten, in dem Fall handelt es sich um Rotbart, zusammensetzt. Ja, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an und was ich euch über Rotbart erzählen kann. Um die Geschichte dieses Asterix-Piraten zu verstehen, müssen wir zurück an die Anfänge gehen und uns vergegenwärtigen, dass Asterix ursprünglich ja kein Albencomic war. Asterix war eine Fortsetzungsgeschichte in dem französischen Comicmagazin Pilot. Und als es Asterix zum ersten Mal mit diesen Piraten zu tun bekam, da müssen sich die Leser gesagt haben, Moment, der kommt mir doch bekannt vor. Das ist doch Barbe Rouge. Und genau so war es. Barbe Rouge, deutsch übersetzt Rotbart, oder der deutsche Titel dieser Reihe ist Der Rote Korsar. Das war eine Serie, die ebenfalls in Pilot gelaufen ist. Und die Ähnlichkeit lässt sich nicht abstreiten. Barbe Rouge ist eine Piratengeschichte, die im 18. Jahrhundert in der Karibik angesiedelt ist. Und mit den Piraten von Asterix, da wollten René Goscinny und Albert Uderzo die Kollegen so ein bisschen auf den Arm nehmen. Aber das machten die Zeichner vom Pilot gegenseitig sowieso ständig. Das Ganze war als einmaliger Gag gedacht, doch es entwickelte sich im Lauf der Zeit zu einem Running Gag. Mehr über die Asterix-Piraten erfahrt ihr, wenn wir ein anderes Türchen öffnen. Ja, und das war Tag 1. Morgen um 7 geht's weiter mit dem 2. Dezember. Bis dann!